Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu dem ersten Video in diesem Jahr, also zu dem ersten normalen Video in diesem Jahr. Wir haben ja am Mittwoch schon ein kurzes Video von der neuen Videoreihe oder Videoserie rausgehauen. Erstes Video, schreibt einfach mal in die Kommentare eure Meinung dazu und eventuelle Wünsche. Es gibt ja auch Bauteile, wo ihr sagt, boah, das will ich unbedingt sehen. Spiegel zum Beispiel. Wir wollen viele wissen, wie man Spiegel foliert. Da gibt es ja auch zig verschiedene Spiegelarten. Es gibt Spiegelkappen, es gibt komplett Vollgehäusespiegel und. Haut einfach mal was rein. Wird uns interessieren. Und natürlich auch eure Meinung, wie kam es an? Ist ja für uns jetzt was Neues, ein neues Format. Sagt einfach mal was dazu. Ja, jetzt springen wir zum ersten Auto. Auto steht hier, Mercedes GLC, wird ein bisschen foliert. Jetzt will er. Haben wir genug Licht? Ja, das schon. Demonstrieren Licht. Ja, die Ecke haben wir ein bisschen gut beleuchtet. Zwar noch nicht an der Wand, aber vielleicht kommen da auch noch mal so ein, zwei Röhren hin. Kommt noch. Weil ich arbeite jetzt hier viel in diesem Bereich. Vorher habe ich meine Ruhe, alles nervig. Besten hier Vorhang. Fahrzeug, GLC 43 AMG oder AMG 43, was auch immer. Fahrzeug bekommt von uns eine Folierung, eine Teilfolierung und eine Steinsteinschutzfolierung. Das heißt, im vorderen Bereich packen wir eine matte Steinsteinschutzfolie drauf. Hatten wir ja schon mal gehabt, matte Steinsteinschutzfolie. Dazu werden wir auch noch mal ein, zwei Kleinigkeiten zeigen, was wir auch zwar schon mal hatten, aber ich finde es immer wieder interessant, das zu zeigen, weil es Leute gibt, die haben es vielleicht noch nicht gesehen. Vorderer Bereich heißt Kotflügel, Motorhaube, Stoßstange und die Scheinwerfer werden ebenfalls geschützt. Das, was jetzt drauf ist an Folie, kommt runter und das wird in Verbindung mit der Folie, die auf dem Heck kommt, also bekommt eine Teilfolierung über das Heck, was hier so abgebröckelt wird, in einem Goldton, allerdings in einem anderen Goldton. Würde ich sagen, dazu nehmen wir euch einfach mit, bisschen Musik einspielen und dann geht's los. When I pop out like lightning, polished, briefcase, no wallet. Just blew a bag like Scotsman, killed that. In the AM, going real fast. UK, honey, at the drill that ponds me. Bailed out, no conflict. Might have said I love her, but I never made a promise. She wants seed, told her nothing in a blossom. Badging me for info at the ship of the Wisconsin. Only good for the lozenge. My whole contact list hit it, I don't even want it. Ting show the jet love, but it never meant much. Never make decisions off a head rush. I've been down to 10 bucks. IRS kept track for 10 months. Had to switch, I went about it. Dues paid, collected all. Bin schon am überlegen, ob ich hier einen eigenen Werbetechnikbereich. Leuchtreklame und so. Ja, wir machen bald Leuchtreklame. Ja. Nein, machen wir nicht. Oder machst du, Damian? Machst du? Also hier, Borschenfahrzeug. Bierdose aus der Hand hier beim Film. Ja. So, der GLC 63 AMG ist fertig foliert. Design auf die Seite. Ja, sieht so aus. So, ein bisschen abgebröckelt, hier ausgefranst, so vereinzelt, so ein paar Flecken. So, jetzt sieht es natürlich bei diesem Fahrzeug, ist halt sehr gut gelöst, ja. Bei diesem Fahrzeug sieht es so aus, der ist ja matt lackiert, original, ist keine Folie, das ist Folie. Das Gold. Das Gold matt. Und dann haben wir hier die einzelnen Flecken. Und das ist tatsächlich nachträglich mit Folie gekommen. Also ist nicht die Wagenfarbe, die durchkommt. Aber optisch, guck mal bitte von hier drauf. Optisch wirkt das ja so, als wenn das jetzt wieder ausgeschnitten oder ausgeplottet aus dem Gold ist. Weil das durchkommt. Ist aber nicht. Aber genau den Effekt wollten wir erzielen. Das Fahrzeug hat außerdem noch die Chromleisten hier in schwarz bekommen. Das heißt, hier hinten haben wir die Chromleisten. Der Heckspoiler ist in schwarz gekommen. Einmal das AMG in schwarz. Die Türgriffe, die vorher in Chrom waren, sind hier in schwarz gekommen. Und vorne im Grill haben wir bis auf den Stern hier den Sensor oder die Sensorplatte leicht abgetönt. Die Umrandung in Chrom und die einzelnen Streben des Panamericana Grills haben wir in schwarz hochglanzfoliert. Was er noch bekommen hat, haben wir gar nicht gezeigt und haben wir auch gar nicht erwähnt. Motorhaube vorne, Stoßstange und beide Kotflügel sind mit einer Steinschlagschutzfolie in matt gekommen. Unterschied sieht man nicht. Spiegel, Scheinwerfer und das untere Stück hier, die komplette Lippe, ist ebenfalls in Steinschlagschutzfolie. Das wiederum glänzend, weil das glänzende Sachen sind. Das war's zu dem GLC. Ich würde sagen, nächstes Auto steht dort. Ich stehe hier vor einem Ferrari F430. Fahrzeug ist schwarz. Bleibt schwarz. Kommt nur eine Schutzfolierung. Beziehungsweise hat schon eine Schutzfolierung bekommen. Stoßstange vorne.
Das war es auch schon. Ja, das Bauteil ist neu lackiert worden, sollte dementsprechend vor Steinschlägen geschützt werden. Wir sehen hier beispielsweise, wie angriffsstark das Ganze ist. Ja, die Stoßstange ist wie gesagt neu lackiert, aber hier sind ja die Kotflügel, die Motorhaube. Eventuell noch eine Option für die Zukunft, das heißt, wenn das auch wieder frisch lackiert wird, dementsprechend lang genug ausgast oder aushärtet, dann können wir da auch Folie drauf geben. Ja, Fahrzeug sieht gut aus, hier wenig zu sehen, deswegen setzen wir den jetzt raus, dann gibt es einen kleinen Porn, genau jetzt. So, wir stehen hier vor einem Skoda Octavia RS. Wir hatten ja im letzten Video schon einmal ausgiebig etwas erklärt bezüglich der Dachfolierung. Denn, also das ist jetzt nicht das Auto von dem letzten Video, sondern das ist ja wieder ein neuer Octavia RS. So, der hat bereits das Dach foliert bekommen, nicht von uns, sondern es ist halt schon vorher foliert worden. So wie ich sehen kann, die Dachreling auch. So, jetzt wollen wir das Dach neu folieren, weil dort eine andere Folie drauf soll. Dafür müssen wir die Dachreling wieder demontieren. Weil wir euch beim letzten Mal nur ein, zwei Bilder zeigen konnten, zeigen wir euch jetzt, wie aufwendig das ist. Bevor da so jetzt ein Hardcut-Video kommt, kann ich einmal so zeigen. Also Dachhimmel komplett demontieren. Das heißt, wir haben hier so die Griffe. Angstgriffe nennen die sich ja. So, wir haben hier die Dinger hier, die ganze Elektronik, hier sind nochmal Schrauben drin. Sonnenblenden ist natürlich mit dem Kabel verbunden, weil hier Licht ist. Und dann haben wir natürlich die A-Säule, B-Säule, C-Säule und D-Säule. Ja, und ein bisschen Krimskrams hier. Hier sieht man es vielleicht. Ja, ein bisschen Licht, hier ist was. Da haben wir wieder den Angstgriff. So, das baue ich jetzt alles aus. Das kriegt ihr in ja, so Hardcut-Schnellformat. Ja. An dieser Stelle müssen wir uns leider bei euch entschuldigen, denn wir haben ein ganz kleines technisches Problem mit den Aufnahmen gehabt von dem Dach. Leider sind die Dateien verloren gegangen. So, das ist der Grund, warum wir euch leider kein Dach zeigen können. Aber machen wir beim nächsten Mal nochmal mit rein. Beim nächsten Dach, wo wir die Dachreling demontieren müssen, wo das ein bisschen aufwendiger ist. Da vorne steht ein Spider, gehen wir eben zum Spider. So, etwas anderes haben wir hier mal stehen. Und zwar ein Trike. Ist das ein Trike? Trike. Ja. Trike kann man dazu sagen. Modell. Can-Am. Ganz kurz Spider. Gesagt. Spider ist das Modell oder ja, das Modell ist Spider. So, das Dingen. Blend mal kurz ein Bild ein, wie es aussah, bevor es hier hinkam. So, und jetzt darfst du einmal rüberschwingen. Und dann gehen wir auf verschiedene Sachen ein. Fangen erstmal an mit so Kleinigkeiten. Hier, also wir haben ein bisschen Orange und ein bisschen Schwarz mit eingebaut. Weil das Ding sah ja echt nackig aus. Hier haben wir auf jeden Fall in den Felgen so ein bisschen Orange mit reingebaut. Dann Pinstripes. Pinstripes, Pinstripe, beziehungsweise entsteht hier ein Pinstripe, weil das eigentlich komplett in Orange ist, wir das aber in Schwarz gemacht haben. So, dann haben wir so ein bisschen Streifendesign mit reingebracht. Die Scheibe ist noch komplett in Schwarz gekommen. So als kleinen Gag. Spider. Ja, vorne, hinten das Emblem, weil das originale Emblem können wir auch gerne einblenden. Keine Kritik, aber sieht nicht so gut aus. So, was haben wir hier noch gemacht? Wir haben hier noch die Flächen in Orange abgesetzt. Das ist eine sehr, sehr große Fläche, die natürlich viel ausmacht. Dann haben wir hier im mittleren Bereich, also generell, um das überall so ein bisschen mit dem Orange zu halten, haben wir jeweils so Streifen. Hier zum Beispiel kombiniert wieder mit Schwarz glänzend und dem Orange. Hinten dann auch nur in Orange mit dem schönen Spider-Logo drauf. Und ich würde sagen, das Ding lohnt sich für einen kleinen Porn. Deswegen raus, Porn ab. So, und zuletzt, weiß nicht, wie ich das zeigen soll. Wir haben ja gesagt, beim Projekt Toyota MR2 geht es weiter. So, jetzt sind 2 Wochen, glaube ich, nur vergangen, aber wir sind so ein bisschen weiter. So, jetzt habe ich euch zwar ein bisschen angefixt, aber das gibt im nächsten Video zu sehen, wie weit wir hier mittlerweile sind. Deswegen schönes Wochenende, peace out.